Hallo Freunde und willkommen zurück zu Subnautica. Wir werden heute uns mal damit daran machen, dass wir ein bisschen bauen. Wir wollen eine Base bauen, wir wollen eine, vor allem wollen wir eine Dockingstation haben, wo wir unser Ding wieder aufladen können, unsere Seemotte, wo wir unsere Energiezellen wieder aufladen können. Wir werden ein paar Dinge brauchen. Ich will gerade auf das Stasegewehr, ist eigentlich super praktisch. Ach ja, genau, wir können was nachgucken. Und zwar, wir haben ja die Zeitkapsel gefunden. Da ist auch immer eine Nachricht drin. I kept believing. Ich habe weiter geglaubt. I didn't give up and made it. Ich habe nicht aufgegeben. Und ich habe es geschafft. Don't give up and keep going. Und genau das werden wir tun. Wir werden nicht aufgeben und einfach weitermachen. Und dieses Spiel auch zu Ende führen. Wir haben beim letzten Mal die Dinger hier gefunden. Rubine und Gelsäcke. Die sind dafür da, dass wir... Ja, später auf jeden Fall Dingens machen können. Wir können daraus so ein Zeug erstellen. Ich zeige euch das ganz einfach mal. Ich vergesse noch, wie das heißt. Aerogel. Und damit können wir halt Sachen machen. Die werden wir später brauchen. Was wir auch brauchen mittlerweile, ist ein bisschen Platz für unser ganzes Zeug. Denn uns geht langsam unser ganzer Platz aus. Leute, ihr könnt dem Video auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da lassen. Den Kanal abonnieren und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Und auch ein paar nette Worte in den Kommentaren da lassen. Strahlenschutzanzug. Dafür brauche ich noch ein bisschen mehr Fasergewebe. Ich würde mir ganz gerne davon schon mal einen herstellen. Und der Kompass braucht einen Kabelsatz. Nee, da habe ich keine Lust, ganz ehrlich. Den brauche ich wirklich nicht so dringend. Ich glaube, den brauche ich eigentlich wirklich gar nicht. Fällt mir gerade ein. Den habe ich, glaube ich, nie benutzt. Ich habe den zwar benutzt. Ich hatte die, den Kompass oben. Der ist ja in der Mitte, da wo Energie und so ist. Aber ich habe den, glaube ich, nie wirklich gebraucht. Fällt mir gerade auf. Nee, ich hätte ihn eigentlich nie gebraucht oder nie bewusst gebraucht oder benutzt. Ja, das hier, der Strahlenschutzanzug dagegen, ist etwas, was wir dringend benötigen werden. Sollen wir das jetzt schon mal machen? Ist es nämlich weg? Nee, lass uns mal sein erstmal. Haben wir da. Davon brauche ich ein bisschen was. Ich mache mal so zwei Stück. Später werden wir die nicht mehr benutzen. Ich kann nur einen herstellen. Habe ich hier noch ein bisschen... Nein, ich habe doch... einer fehlt mir nur. Dann muss das über Schabe halt erstmal rausreichen. Außer ich finde jetzt hier auf dem Boden plötzlich noch eins. Aber nee, nix. Oder ist da vielleicht was drin? Nein. Dann eben nicht. Wir benötigen auf jeden Fall ein paar Sachen, damit wir anfangen können zum Bauen. Wir brauchen zum Beispiel einen Kabelsatz. Wir brauchen eine CPU. Beziehungsweise ich sage CPU, es ist eigentlich ein Computerchip und... Es ist eigentlich relativ einfach herzustellen. Ich brauche dafür, ich glaube, Gold, Silber, Kabelsatz, irgendwie so ein Zeug, Kupferdrähte, Tischkorallenproben, nichts Besonderes. So, das hier erstmal rauswerfen. So, Vorrat ansehen. Da kann nämlich das Zeug nämlich erstmal hin. So, ich glaube auch nicht, dass ich ganz so viel Wasser brauche im Moment. Und Nahrung habe ich auch nicht im Überfluss. Das Stasegewehr brauche ich eigentlich auch nicht. So. Wir werden aber eine ganze Menge Metall brauchen, eine ganze Menge Titanium. Denn wir werden... Da sind Tischkorallenproben. Wir werden nämlich... ich glaube, einen Plastallwaren brauchen. Ich glaube sogar ein bisschen mehr als das. Ja, Plastallwaren. Ne, genau, das ist ja nämlich. Der Plastallwaren besteht nämlich aus anderes Zeug. Das wir nämlich noch nicht haben. Das ist ein bisschen ätzend, dazu bekommen. Habe ich denn Kupfer gefunden? Ich habe kein Kupfer gefunden. Habe ich Silber? Ja, es gibt eben diese Dinge, die wir immer wieder suchen werden. Und auch immer wieder dringend brauchen werden. Das ist immer so. Das ist eigentlich so der lässigste Part, so diese Einzelteile zu finden. Ich guck mal nach, ob ich Silber da habe. Und wenn ja, wie viel? Ich habe gar kein Silber. Wow. Aber ich habe Kupfer. Ich habe das hier. Doch, ich habe ein Silber. Ich guck mal nach, was ich alles brauche. Ressourcen, Elektronik. Ich brauche Gold. Guck mal. Wir können auf jeden Fall das Ding herstellen. Das ist kein Problem. Gut. Ich hoffe, das war auch genau das, was ich brauchte. Ansonsten haben wir jetzt ein bisschen Pech gehabt. Erweiterter Kabelsatz. Oh, ja, toll. Wir brauchen den normalen Kabelsatz. Und für den normalen Kabelsatz brauchen wir ein Silber mehr, ne? Ja, okay. Ich gehe mal kurz ein Silber suchen. Ich denke, ich habe jetzt alles zusammen und ich habe festgestellt, ich muss mir doch einen Strahlenanzug machen, weil da gibt es doch einen Ort, der ist ein bisschen, naja, verstrahlt. Was ziemlich blöd ist eigentlich, weil, ich habe noch keine Ahnung, wie viel ich dafür jetzt brauche, warte mal. Zwei Fasergewebe, ich habe gewusst, ich habe zu wenig dabei, verdammt, habe ich noch eins?
Ja, das gute Kabel hier ist im Weg. Habe ich noch eins? Nein, natürlich nicht, weil, ja. Mir ging der Platz aus, deswegen habe ich leider eins zu wenig mitgenommen. Naja, was soll's. Wir können uns jetzt den Kabelsatz herstellen und dann können wir uns das herstellen, was wir eigentlich haben möchten. Nämlich nicht das, sondern das. Das Konstruktionswerkzeug, was wir benötigen werden, um Sachen zu bauen. Eine Base. So. Aber ich glaube, ich hol mir noch ein bisschen was für Fasern. Weil dann kann ich mir nämlich doch noch eben schnell den Strahlenanzug bauen. Damit sind dann auch einfach mal die Hälfte all unserer Probleme gelöst. Wir können nämlich wieder das Meer ordentlich betreten. Das Problem ist, was wir haben werden, ist, dass wir, naja, den Helm ablegen müssen. Weil, ne? Darum. Das ist blöd, wegen dem Platz. Das heißt, wir müssten eigentlich schon so bald wie möglich zur Aurora gehen und dann dort versuchen, das Teil, das Problem zu lösen mit der Verstrahlung. Nehmen wir einen Notruf, sehr schön. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Signal coordinates corrupted. It's corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Aurora Treffpunkt trockenes Land. Und noch ein Signal. Moment. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Okay. Ich habe nicht verstanden, was er von mir wollte. Ja, wir wollen auf jeden Fall erstmal ein bisschen bauen. Ich glaube, LifePod 6 ist übrigens, ich glaube, 1 Kilometer davon entfernt zwischen Sunbeam und da. Also irgendwo da ist das und da, ich weiß, ich glaube, da ist auch irgendwo noch ein LifePod. Wir werden die auf jeden Fall noch suchen gehen, weil da sind immer wieder nützliche Sachen, die natürlich in unser Inventar wandern sollen. Und das ist gut. Gut, wir haben jetzt erstmal Zeug. Ich würde ganz gerne den Helm erstmal ablegen, weil ich ihn gerade nicht brauche. Andererseits, wir werden den noch echt brauchen. Es wird Zeit, dass wir mal ein bisschen bauen. So, guck mal, was wir alles bauen können. Wir können den Mehrzweckraum noch nicht bauen. Wow, geil. Das ist blöd. Dafür müssen wir aufs trockene Land gehen. Das können wir eigentlich heute mal machen. Wir gehen aufs trockene Land. Wir können auch Sachen sammeln gehen, um Nahrung anzupflanzen. Das ist eine gute Idee. Das ist sogar eine sehr gute Idee. Das hier wollen wir aber haben. Titanbarren. 2 Stück. Blei. 2 Stück. Ich habe eben erst 2 Blei verballert. Verdammt, ey. Außenelemente. Wärmekraftwerk. Solarmodule. Bioreaktor. Innenmodule. Die Batterieladestation. Oh Gott, die wieder ein Kabel das haben möchte, natürlich. Was haben wir noch? Wandspind. Das ist auch wichtig, weil dann können wir wieder Sachen lagern. Und sonstige Sachen. Nutzloses Zeug. Ich habe gerade was überlegt und zwar, was war eigentlich, da war irgendwas, was ich brauche oder haben möchte, aber gerade nicht mehr so genau weiß, wo das Ding war. Ob ich das lernen musste oder nicht. Aber ich glaube, das muss ich lernen. Ich weiß aber gerade nicht mehr genau, was es war. Tut mir leid. Na gut. Wir wollen erstmal das Tauchdock bauen. Das Tauchdock, ja, wir bauen unsere Base einfach dahin, wo halt unser Lifepod ist, weil, warum nicht, ne? So, ein bisschen höher natürlich, damit wir da auch landen können. Schmierstoff, Blei. Ich glaube, Blei werden wir suchen müssen. Ich bin eigentlich dafür, dass wir das erstmal so stehen lassen. Wir bauen das nachher weiter. Wir fahren erstmal zu der Insel und gucken einmal, ob wir dort, ja, Material finden und so ein Zeug, weil uns fehlt gerade halt, uns fehlt halt Sachen. Ganz ehrlich. Wir brauchen noch anderes Zeug. Wir brauchen echt eine ganze Menge anderes Zeug sogar noch. So, das Zeug, kann ich gerade nicht alles ablegen. Ich glaube, das schmeiße ich mal raus. Das brauche ich auch nicht. Dann hat das hier, nee, das nehme ich mit. Dann hat das hier wieder Platz. Was noch?
Nee, ich glaube, das kann ich erstmal alles so lassen. Nahrung, 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 Nahrung. Ich glaube, ich schaue mir mal kurz das Essen hier rein. So. 133, ja, ich denke, das reicht erstmal. Und das ist infizierte Wasser und das. Wir können übrigens, das ist mir aufgefallen, wir können das mal wieder wegpacken, das brauchen wir gerade nicht. Das kann auch weg. Und zwar können wir aus, ich glaube, Salzablagerungen und irgendwas anderes, können wir das hier herstellen. Ich meine natürlich, können wir das hier herstellen, Chlorbleiche. Röhrenkorallenprobe. Natürlich. Das, was ich gerade weggeschmissen habe, das brauche ich dafür, um mir Wasser herzustellen. Und ich glaube, das ist auch deutlich einfacher, daraus Wasser herzustellen, als aus den... Ist das hier? Ja. Als aus den Blubberfischen. Ich gehe mal ein bisschen was davon sammeln. Hier ist noch ein Gravitationsfallenfragment. Und ich sauge übrigens gleich ab. Was echt nicht so geil ist. Es gibt ein kleines Problem. Ich bin sehr nah an der Aurora. Nee, das ist nicht das Problem. Noch nicht. Und zwar immer, wenn ich irgendwas ganz Bestimmtes suche, finde ich es nicht. Geil, ne? Was ist denn Seegleiterfragment? Das brauchen wir auch gerade nicht. Das heißt, ich brauche nämlich gerade die Salzablagerungen, aber ich finde keine. Geil. Das bedeutet, warte, muss ich nochmal scannen? Ich weiß es nicht. Ihr habt noch einmal scannen müssen. Das heißt also, ich werde jetzt nicht nach Salzablagerungen suchen und werde einfach welche mitnehmen, wenn ich welche finde. Weil ich suche schon wieder und ich finde nichts. Aber ich finde die Dinge irgendwie ständig unterwegs. Also ist es doch eigentlich nur total blöd, wenn ich jetzt weiter danach suchen gehe, oder? Weil wir wollen doch eigentlich noch andere Sachen machen. Und, oh, das ist interessant. Was ist das? Ja, das ist nicht interessant, das Böse. Wir hatten auf dem Boom. Oh, er hat mich gerade so noch erwischt. So, was haben wir denn hier? Da ist nix, 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 nix. Das lassen wir mal liegen, das brauchen wir nicht. Nix, 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 ne, hier ist nix. Tatsächlich, hier ist einfach gar nichts. aber auch kein Salz. Ja gut, dann werde ich mal wieder zurück zur Basis gehen und wenn ich dann unterwegs Salz finde, werde ich es einfach mitnehmen. Dann ist das ganze Problem gelöst. Es hat sogar einfach mal sofort funktioniert. Ich habe aufgehört, danach zu suchen. Bam, finde ich Salz. Das ist auch schön, nicht wahr? So, ich glaube, ich brauche 2 Stück davon, um einmal sauberes Wasser zu machen, ne? Okay. Wasseraufbereitung, genau. So, ja, 2 Stück. Nee. Ich glaube, ich brauche 1, um 2 Wasser zu bekommen. So war das. Ihr werdet es eh sehen. Ja, genau, 2 Stück. Ja, dann haben wir auf jeden Fall jetzt sogar Wasser, was ziemlich gut ist. Und das Zeug konnte ich einfach hier lassen, weil das braucht doch eh keiner, nicht wahr? So, weg damit. Ja, ich glaube, ich bin erstmal vorbereitet, ganz ehrlich. Es gibt noch eine andere Sache, die mich aber gerade ein bisschen interessiert. So, die Sachen können weg. Können aber ruhig brennen, das ist mir egal. Und zwar, ich glaube... Nee, das war nicht das, was ich gesucht habe. Das hier wollte ich eigentlich bauen, nicht wahr? Der Scannerraum. Der ist nämlich ganz, ganz wichtig. Kann ich den hier so dran bauen oder... Snappt der? Der snappt nicht an. Ich werde das später machen. Da ist ja ein Tier explodiert. Lass uns mal zur Insel gehen. Land! Land in Sicht. Guck mal, da ist es. Es ist nicht wunderbar und es ist sogar noch tagsüber, wo ich da hingehe, was einfach großartig ist. Ich glaube... Ach, guck mal, wir haben schon wieder ein Notsignal bekommen. Übrigens, der gesamte Ort ist eigentlich ziemlich, ziemlich wichtig, weil hier drunter gibt es etwas, das uns... Na, ich glaube, so zum wichtigsten Punkt des gesamten Spiels hinbringt. Ich gucke jetzt erstmal, was ich hier einen Ort finde, wo ich an Land gehen kann. Das sieht ganz gut aus. Und abbremsen. So, stopp. Denn hier gibt es Nahrung. Nahrung, die wir auf jeden Fall mitnehmen müssen, zumindest teilweise. Und eine ganze Menge zu scannen. Und es gibt Gebäude, ganz klar. Jo. So, einheimische Lebensdinger. Zack. Ich nehme ein paar mit. Ganz ehrlich, wir brauchen das Zeug. Knollenbaum. Ah. Das gibt mir nichts. Ich möchte die Sachen nicht zu viele mitnehmen. Larvenkorb.
Voxelstrauch. Ich überlege gerade, wo das mal war. Ja, guck mal, es wird schon wieder Nacht. Das ist das Mieseste. Und ja, unsere Lampe wird langsam auch alle. Na gut, ich weiß aber trotzdem ungefähr, wo ich hier eigentlich hin muss. Das heißt, ich muss... Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, waren zwei Sachen oben auf den Bergen. Da oben sieht man, glaube ich, sogar schon so ein bisschen was. Also ich sehe es auf jeden Fall. Und eine... Oh, guck mal, Gegner. Und, eine Sache ist unten, zwischen den beiden Bergen. Das Blöde ist natürlich jetzt da, wo es Nacht ist. Es ist natürlich schwieriger, sich zu orientieren. Und da meine Taschenlampe auch gleich leer ist, habe ich eine Batterie dabei. Ja, eine leere, toll. Wird es nicht allzu leicht sein. Wobei, ich habe hier noch, ich habe hier noch meinen Segleiter. Der hat ja auch noch ein bisschen Licht. Aber es ist halt kein gutes Licht. So, das ist vielleicht wichtig. Minkpflanze. Ich muss mal gucken, dass wir was Essbares halt mitnehmen, ne? Am besten etwas, was viel Flüssigkeit noch gibt. Viel Flüssigkeit und Nahrung. Und das am besten auch noch tonnenweise und wieder anbaubar. So, das hier zum Beispiel. Sieht doch ganz gut aus. Laternenfrucht. Davon nehme ich mal so eins mit. Mal gucken. Plus 3 H2O und plus 10 Nahrung. Okay. Knollenbaum ist vielleicht... Kann ich so machen? Warte. Nein, das war falsch. Ich will ihn zerlegen. Ich kann mich leider nicht ducken. Ich kann ihn nicht abbauen. Aber wie man sieht, hier ist bereits etwas. Und die sind mies. Die greifen dann immer an. Die sind nicht stark oder so, aber die greifen dann immer an. Die sind voll doof. Höhlenkrabbler. Und der ist leider nicht alleine. Das habe ich gesucht. Marmormelone. Scannen. So. Davon wollte ich den Samen mitnehmen. 4 Stück von einem, okay. Ja, gut, warum nicht? Weil die bringt's echt, glaube ich. Ja, doch, guck mal. Powerfood, Junge. Powerfood. Chinesische Kartoffeln. Auch mal scannen und mitnehmen und mal gucken, ob die Dinger schmecken. Ja. Das geht nicht. Huch. Chinesische Kartoffel. Das ist das. Okay. Ja, bringt jetzt nicht so viel, ne? Da ist die Marmormelone aber deutlich ergiebiger. Nehmen wir davon nochmal eine mit. Kleine Marmormelone. Ja, warum nicht? So, hier gibt es eine ganze Menge zu scannen. Zum Beispiel lebendige Wand. Gut, also von der Seite her ist es nicht so beeindruckend. Aber die ist, guck mal, Außenbeetkasten. Die ist, ich muss das Ding eigentlich nicht gescannt. Ja, es ist so eine Efeuwand eigentlich, einfach nur. Stasegewehrfragment. Wir haben bereits ein Stasegewehr, aber gut. Kriegen wir das nochmal? So, hi. Da, das ist eine lebendige Wand. Das Blöde ist natürlich, man sieht davon alles so schlecht, ne? Ist auch nicht so schön. So, ein Shot. Muss auch noch scannen. Das ist quasi der Eingang eigentlich nur. Und der braucht echt eine ganze Weile. Vielleicht, weil ich so weit weg bin? Nein, es braucht einfach eine ganze Weile. So, aber was noch viel wichtiger ist, der Mehrzweckraum. Den haben wir nicht gesucht. Den brauchen wir. Weil der Mehrzweckraum, da können wir einen Bioreaktor reinmachen, da können wir einen Kernreaktor reinmachen, da können wir ein Bett reinstellen, da können wir alles eigentlich reinstellen. So, guck mal, eine Kiste. Eine Batterie! Wir haben Licht! Ein PDA. Noch so einer. Noch ein PDA. Ich gehe mal erstmal nach oben. Oh, eine Datenbox. Haben wir das schon? Ultra gleitfähige Schwimmflossen, sehr geil. Scheinwerfer, die sind draußen, aber egal. Das gehen wir trotzdem von innen. Nehmen alles mit. Die ultra gleitfähigen Schwimmflossen, die sorgen dafür, dass wir einfach noch schneller schwimmen können. Die sind super. So. Und es wird gerade wieder Tag, was auch sehr schön ist. Eine violette Tafel. Ich dachte eigentlich, die wäre woanders. Aber egal, nehmen wir mit.
Guck mal, scannen. Dann kriegen wir auch den Bauplan. Oder wir kriegen so den Bauplan, keine Ahnung. Sieht aber altertümlich aus. Ja, das Ding wird noch sehr, sehr wichtig. Davon sollten wir eigentlich mal so 2-3 Stück dabei haben. Die werden uns nämlich neue Türen eröffnen und neue Wege. Jetzt wird wieder Tag, sehr schön. So, da ist aber noch ein bisschen was, was ich noch erkunden wollte. Gucken. Ich dachte eigentlich, war das schon alles? Tatsache. Na gut, dann gehen wir mal zum nächsten. Da oben ist nämlich noch einer. Mal gucken, ob wir so da hochkommen. Normalerweise gehe ich immer erst auf einen, der oben ist. Dann gehe ich runter zu dem. Und dann wieder nach unten. Aber ich glaube, ich muss so entlang gehen. Und wir sind oben. Gut, hier gibt es bestimmt auch noch ein paar gute Sachen, die man angucken kann. Kompositpflanzentopf. Scannen wir den auch einmal. So. Das ist eine kleine Marmelone. Marmormelone. Gott. Ich habe zu viel Zombie geguckt. Tut mir leid. Eigentlich tut es mir gar nicht leid. So, verrottend. Ih, weg damit. Dann nehmen wir es eben nicht mit. So, was gibt's denn noch hier? Oh, oh, oh. Observatorium. Ich weiß nicht, wofür das gut ist, aber offensichtlich nicht für allzu viel. So sieht's aus, jetzt sieht's aus wie einfach nur ein Mehrzweckraum, der eigentlich nur aus Gläsern besteht. Und ganz ehrlich, das kann man sich einfach auch selber nachbauen. Noch ein PDA. So, wir sehen schon, da hinten ist die nächste Basis. So. Ich glaube, hier haben wir alles. Oh, 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 Sonnenfinsternis. Hübsch, nicht wahr? Gut. Ich frage mich nämlich manchmal immer so, ey, plötzlich wird es voll dunkel und dann sehe ich auf einmal gar nichts und denke mir so, ey, ist doch gerade Tag geworden, was soll der Mist, das ist voll unfair. Und dann ist einfach nur eine Sonnenfinsternis, dann lohnt es sich sogar mal nachzugucken. So, jetzt muss ich nur noch darüber. Ich guck mal, wie ich da hinkomme. Ja, ich würde sagen, ich bin da. Da, guck, da bin ich. So, dann können wir mal scannen. Die Lampe, die haben wir schon. Da oben fliegen ein paar Fische rum. Nein, das sind keine Fische, das sind eigentlich so. Ich glaube, die heißen Flugrochen. Also doch, irgendwie sind es ja schon Fische. Und da ist noch eine Versorgungskiste mit desinfiziertem Wasser. Sehr schön. Gibt es hier irgendwas, was ich scannen kann? Farnpalme. Ja, also ja. Das Ding hier? Innenbeetkasten. Eine kleinere Variante, glaube ich. Oder nee, das andere war das Außenbeetkasten, ne? Das ist die Laternenfrucht wieder. Oh Gott, ey. So, Farnpalme. Hab ich jetzt auch. Ochselstrauch. Orangenpilz. Ich glaube, den habe ich noch nicht, ne? Doch. Ja, aber das Wichtigste haben wir eigentlich. Nämlich die Marmor... Oh, guck mal, das ist ein PDA. Marmormelone. Ansonsten gibt es hier nichts Neues, was ich scannen kann. Gut, da sind wir eigentlich hier auf der Insel soweit fertig. Und gibt es hier noch irgendwas, das man suchen könnte? Es gibt, glaube ich, in der Mitte einen Punkt, wo man rein kann. Dann kann man nämlich die Insel ein bisschen schöner erkunden. Aber ganz ehrlich, mehr als Ressourcen, die man halt zum Einpflanzen benutzen kann, gibt es hier eigentlich nicht. Weil die drei Gebäude sind das Wichtigste. Das ist so der Hauptgrund, warum man eigentlich herkommt. Und wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben das Innenbeetkasten, wir haben das Außenbeetkasten oder den Außenbeetkasten. Wir haben das Observatorium, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Wir haben eine lila Tafel, die wir benötigen werden. Wir haben vor allem die Nahrung, die wir einpflanzen können. Und das ist schon somit das Wichtigste. Hier, guck mal, ich kann noch einen Pilz scannen, wenn ihr unbedingt wollt. So, gefleckter Klapper. So, kann ich einen mitnehmen. Was kann der? Fremde Pflanzenprobe. Kann ich gar nicht gebrauchen. Kann ich das hier abbauen? Ja. Richtig angepflanzt wird ein reifes Exemplar dieser Pflanze gut gedeihen. Wir brauchen es nicht. Wir könnten das höchstens benutzen für den Bioreaktor. Und sagen wir ehrlich, da können wir auch Fische reintun. Ja, wenn wir wollen würden, könnten wir es auch selbst da reintun. Gut, ich kann das nicht unbedingt empfehlen, aber in der Theorie wäre es möglich. Bioreaktor heißt, durch biologisches Zeug macht er Strom. Menschen sind biologisch, ja? Das heißt, wir sind Energie. Wo ist mein Schiff? Da hinten, oh mein Gott. Hier in der Nähe gibt es übrigens noch ein paar Inseln, die so schwebend scheinen. Und dort gibt es noch Zeug, was wir sammeln müssen. Das werden wir nicht heute machen. Wir werden noch die Meldung dazu bekommen, dass wir da mal nachgucken sollen, aber jetzt erstmal nicht. Was wir machen könnten.
Das machen wir später. Ich würde ganz gerne erst einmal meine Dingens bauen, meinen Trockendock, um die Seemotte tanken zu können. Und um erstmal eine Basis zu haben. Wir könnten nämlich sagen, so von hier aus gesehen, das können wir eigentlich trotzdem mal ganz kurz zumindest gucken, ungefähr 1 Kilometer, hieß es ja, wäre zur Aurora dazwischen irgendwo, gibt es dann einen Live-Pod. Da muss ich mal ganz kurz nachgucken, wo das war. Datenbank. So, fortgeschrittene Einheimische Datendownloads. Überlebende der Aurora. Rettungskapsel von Officer Keen, ne? Ne, den haben wir schon. Besatzungsaufzeichnung. Standard-Seeglätter, das haben wir auch schon. Das war der hier, glaube ich. Nein, warte, was? Wir haben zweimal. Nein? War das der hier? Ich glaube, der hier ist das. Aber da waren wir, glaube ich, sogar schon mal. Aurora-Treffpunkt trockenes Land. Und dazwischen war... Ich muss schon mal genauer nachgucken. Ich bin mir gerade unsicher. So, ich möchte ungern zu nah an die Aurora auf der Rückseite, weil na, da lebt etwas. Das wird uns sehr gerne haben. Ja, ganz ehrlich. Ganz sehr gerne haben. Home sweet home. So, was wollte ich mal bauen? Ich hätte auch irgendwas machen wollen. Ja, ich glaube, ich habe keine Ahnung mehr. Scheiße. Nein, ich habe... Das Blei habe ich mittlerweile auch eingesammelt unterwegs. Was wir halt gebraucht haben, das Ding hier aufzubauen. Ich brauche Titanbarren und Schmierstoff. Ich kann auch noch nicht anfangen zu bauen. Dafür brauche ich erstmal die Titanbarren. Schmierstoff habe ich 1 mindestens. Und so Platz an Zeug eigentlich so gar nicht. Aber ich glaube, ich kann noch so eine Kiste herstellen. Dann kann ich erstmal ein bisschen was sammeln. Elektronik, nein, das nehme ich jetzt nicht mit. Habe ich hier, ne? Geräte. Wasserdichter Behälter. Dann kann ich das ganze Zeug, was ich jetzt erstmal nicht mitnehmen möchte, erstmal hier lassen. Und zwar so. So. Nein. So. Hier lassen möchte ich erstmal die ganzen Dinger hier. So, das hier brauche ich auch gerade nicht. Das kann weg. So viel Wasser brauche ich gerade gar nicht. Und das brauche ich auch nicht. Alles. Sehr gut. Dann würde ich jetzt sagen, ich gehe mal ein bisschen Metall suchen. Oh je, das ist wieder so viel, ne? Ich brauche 20 Metall. Wow. Ernsthaft 20? Habe ich überhaupt so viel Platz? Um das hier herzustellen. Außerdem muss ich mal ganz kurz gucken, ob wie viel Schmierstoff ich brauche. 1. 1 habe ich. Okay, das ist aber gut. Das heißt, für die Unmengen Metall brauche ich jetzt 5 Metalldinger hier, die überall rumliegen. Wir haben noch eine Nachricht. Schön. Mongolischer Passagier, jo. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Was? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Es gibt also wieder was Neues. Der da? Nein, der da. Live-Pod Kapsel 13. Überreste eines hochrangigen Passagiers an Bord. Okay. Da müssen wir vielleicht auch mal hin. Naja, ich möchte erstmal ganz gerne das Teil aufbauen, was wir hier haben. Dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, das Ding aufzubauen. Wobei, ich glaube, den Schmierstoff habe ich natürlich wieder nicht im Inventar, ne, obwohl ich den eigentlich brauche. Verdammt. Ja, den habe ich nämlich hier. So, jetzt habe ich aber alles. Da kann es auch endlich weitergehen, nicht wahr? Jawohl, endlich. Ah, wir haben es. Es steht. Aber wir brauchen auch Energie. Energie. Energie, Energie, Energie. Energie kriegen wir am einfachsten erstmal hier durch. Wofür wir, hey, wir jetzt gedacht schon wieder Zeug brauchen. Wie heißt das Zeug? Metall.
Dann gehe ich halt noch einmal ein bisschen Titan suchen. Hatte ich zum Glück genug da. Ich soll mir ein Haustier anschaffen. Also die KI hat gerade gesagt, es scheint normal zu sein, wenn man sich unwohl fühlt, wenn man halt lange alleine ist. Deswegen wäre es keine dumme Idee, wenn ich mir ein Haustier anschaffe. Und ich sehe gerade, ich habe nur ein einziges Stück Kupfer. Das bedeutet, ich muss also doch nochmal los. Verdammt. Weil ich irgendwie nie Kupfer habe. Es wird sowieso immer alles an allen Enden fehlen. Und das weiß ich eh schon jetzt ganz genau. Das ist Gold und kein Kupfer. Verdammt. Na gut, dann eben nochmal kurz los. Ich weiß übrigens gerade wieder, was ich vorhin gesucht habe. Ob ich das sofort habe oder ob ich das mir erst finden muss. Und zwar war das bei den Innenelementen, nämlich die Wasseraufbereitungsanlage. Und ganz offensichtlich muss ich mir das, herstellen oder finden. Außerdem haben wir mal wieder ein Signal. Das sollten wir uns vielleicht mal anhören. So, mal angucken, was willst du denn von mir? Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. Es geht los. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Send me out. Ja, das werden wir auf jeden Fall erst in der nächsten Folge sehen, was passiert, wenn die Zeit abgelaufen ist. Das Offensichtliche ist, wir werden abgeholt. Und, naja, bleibt einfach gespannt, was passieren wird. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen, was es sein wird, aber erstmal müssen wir hier unsere Energieversorgung aufstellen. Das heißt, einige Solarpanels sind für den Anfang nicht das Dümmste. Wir werden auch gucken müssen, wo... Ich weiß ja, hier gibt es irgendwo in der Nähe... Jetzt fehlt mir der Quarz. Es gibt in der unmittelbaren Nähe einen Ort, wo es heiß ist. Und dort können wir einen Wärmegenerator aufbauen. Und dann können wir das auch zur Energiegewinnung verwenden. Ich habe aber gerade keine Ahnung, wo das ist. Weil ich habe gerade keine Orientierung hier, wo ich bin. Das hatte ich da in meiner alten Basis. Da war das perfekt. So. Und ich hatte gesagt, es gibt die dreckige Methode, um Energie aufzuladen bei der Seemotte. Und zwar einfach die Energie, die jetzt hier drin ist, die wird ja tagsüber mit den Solarpanels aufgefüllt. Und die gibt jetzt ihre Energie an unsere, das Gerät da weiter. Ich möchte aber noch ganz kurz zwei Quarz haben, damit da noch ein bisschen mehr Strom reinkommt. Ich denke mal, das sollte nicht allzu schwierig sein, auf welchen zu finden. Ich habe übrigens den heißen Punkt gefunden. Wir sollten es dir merken. Habe ich eine Boje dabei? Natürlich nicht. Immer wenn ich eine brauche, habe ich keine dabei. Na toll. Außerdem, wieder mein Lieblingsglück. Ich suche etwas und finde es nicht. Okay, ich muss mich ein bisschen orientieren. Und zwar... Da ist der Landeplatz. Ein bisschen diagonal nach hinten. Okay. Ich denke mal, das können wir durchaus finden. Weil ich weiß ja, das ist bei den Schlingpflanzen. Ah, guck mal, das kannte ich ja noch. Dann ist da unten, glaube ich, auch der Quarz, den ich suche, ne? Ja, guck mal hier. Eins, zwei, nehme ich doch mal zwei mehr mit. So, hier, was soll denn der Geiz? Und da ist auch ganz viel Material, was wir benötigen werden. Kann man ein bisschen mehr mitnehmen? Ich meine, das ist ja gerade da, nicht wahr? Und da unten ist es so heiß, dass wir daraus Strom machen können. Und das ist großartig. So, so. Ah, das brauchen wir gerade nicht. Da ist sie vielleicht. Titan. Kupfer. Das da, Platz habe ich noch. Ich nehme es einfach mit. Alles, was da ist. Wir werden es eh irgendwann wieder brauchen. Ich weiß es eh. Guck mal, es ist schon ein Kabelding, was wir machen können. Dann setze ich jetzt hier noch ein Solarpanel. Kann ich eigentlich noch eins bauen? Ich weiß es nicht. So. Nein, weil mir wieder ein Titan fehlt. Aber das soll eigentlich erstmal ausreichen, weil es gibt noch wichtigere Dinge, die wir bauen können. Und zwar das Energiedings da. Hier ist erstmal 300 Strom drin. Das reicht erstmal aus, um das Wichtigste zu versorgen. Innenmodule. Titan, Kupferdraht, Kabelsatz. Wisst ihr was? Wir bauen das Ding mal eben. Weil... Das Ding ist super wichtig, da können wir unsere Batterien wieder aufladen. Kabelsatz und Kupferdraht war das, ne?
Elektronik, Kupferdraht und Kabel. Das können wir sogar alles herstellen, sehr schön. Und die, den einen Titan, den können wir uns auch noch gerade so leisten. Na, ganz ehrlich, was soll das denn? Außerdem können wir hier wunderbar ein bisschen Zeit schinden, bis dann die Sunbeam ankommt. Und dass wir die dann halt direkt bei der nächsten Folge dann sehen können. Denn das wird auch ziemlich cool. Ich habe jetzt außerdem überlegt, ob ich vielleicht nicht lieber Sachen machen soll, dass ich nur alle 2 Tage eine Folge bringe. Weil, ganz ehrlich, ich hänge gerade mit jeder Folge bei 1 Stunde hier. Und das ist echt viel. Das ist krass viel. Und ich muss noch schneiden und rendern. So, wir haben unser Batterieladesystem. Direkt mal wieder eine reintun. Die wird dann nämlich auch aufgeladen. So, machen wir hier. R. Machen wir eine volle rein. Kann das Ding wieder wegpacken. Und können dann die leere da reintun. Wie viel Strom hast du denn noch? 15%. Ganz ehrlich, dich machen wir einmal leer. So. Batterie entnehmen. Tun wir da schnell rein. Kann aufladen. Müssen halt dran denken beim nächsten Mal, dass wir die Batterie reintun, weil sonst habe ich nämlich keinen Strom. So Leute, das war's dann für heute. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr, was Däumchen nach oben, abonniert meinen Kanal. Vergisst nicht, unten das Glöckchen zu aktivieren. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye.